340 Kilometer lang sind die beiden Gaspipelines, die Mecklenburg-Vorpommern durchqueren. Die Bauarbeiten wurden von den Archäologen sorgfältig begleitet. Rund 1000 Hektar Fläche wurden zwischen 2007 und 2012 von den Fachleuten in mühsamer Arbeit durchgeackert. Mehrere Zehntausende von Funden kamen dabei ans Licht. Die wichtigsten davon werden vom 1. bis zum 31. Mai im Freilichtmuseum Großraden ausgestellt. Auf der Pressekonferenz im Kultusministerium gab es einen kleinen Vorgeschmack. Das ist der älteste Gegenstand, den wir auf den Trassen gefunden haben, eine Stielspitze. Sie ist rund 12.000 Jahre alt, aus Feuerstein hergestellt. Sie heißt Stielspitze, weil hier unten für die Schäftung so eine Art Stiel aus dem Feuerstein herausgearbeitet worden ist. Und dann haben wir hier noch als Beispiel aus der Ausstellung einen kleinen Anhänger, umgearbeitet aus einer Münze. Dieses Stück hat einen weiten Weg hinter sich. Es ist nämlich geprägt worden im Oströmischen Reich. Insgesamt 239 Exponate sollen in Großraden ausgestellt werden. Danach geht die Ausstellung auf Reisen. Die Deutschlandtournee wird vom Kultusministerium komplett finanziert.